Sehr gut, so macht man das allerdings. Nur noch ein Gegner. Wen haben wir denn jetzt hier? Wen haben wir da? Who is it? Volker. Der ist aber jetzt auf jeden Fall vom Elektro-Club, oder nicht? Jawohl. Mal kurz safen und safe staten vor allem. Das ist wirklich das Wichtigste. Nee, das wollte ich nicht. Ich gehe mal davon aus, Volker, das klingt schon ziemlich danach, deswegen nehmen wir mal das Stoned Fighters Deck. Hoffen wir mal, dass der wirklich auf nur auf Elektro geht und nicht auf so ein fliegendes Pikachu oder so ein Mist. Ja. Der Giant! So. Jetzt aber. Das dritte und letzte Match. Kraftgenerator-Deck. Ja, definitiv Elektro. Auch von der Farbe her. So. Ja, das ist eindeutig. Nehmen wir das Tragosso. Können sogar, wenn wir Pokéball erfolgreich einsetzen, können wir sogar direkt einen Knogger draus machen. Ein Dr. Knogger. Der wäre natürlich Zucker. Wäre das. Sehr gut. Und Plus Power. Mein Gott. Läuft aber hier. Läuft wie eine Duracell-Batterie. Hat übrigens nur ein Pikachu draußen, genau. Machen wir Geheule, damit er schon mal nicht angreifen kann. Wobei, ich glaube, der braucht sowieso... Sowieso zwei Elektroenergie? Bin mir gerade unsicher. Bei dem bin ich mir jetzt tatsächlich nicht ganz sicher, aber... Ich glaube, ja. Denk da. Hat zwar keine AP, aber passt. So, dann kann man hier schon mal Raserei einsetzen. Genau. Schwäche. Yes. Hätte sogar Nagen einsetzen können, aber mit Geheule können wir ihn daran hindern, dass er überhaupt eben angreift. Und das sind 20 Schaden. Hätten wir 30 machen können mit Plus Power. Ich glaube, das war's. Er hat kein Pokémon gespielt, hat er nicht. Ja, dann war's das schon für den Challenge Cup. Wunderbar. Machen wir nochmal Plus Power. Nochmal Defender. So. Kann man nochmal einen Knogger rausholen oder so? Ich weiß gar nicht, ob dann übrigens Plus Power und Defender noch wirkt, ehrlich gesagt. Das wäre nochmal interessant rauszufinden jetzt. Oh, Kabutops haben wir sogar. Wo ist es denn? Das hätten wir ja im Leben nicht bekommen, wenn das ein normales... Hä? Habe ich keinen Knogger hier drin? Oder bin ich gerade doof? Ah, da ist es doch. Ja, nehmen wir uns das, aber wir werden es mal nicht upgraden. Hätten wir uns sogar einen Nocturne eigentlich holen können, aber naja. Gut. Tschüss, Pikachu, und tschüss, wie auch immer du heißt. Volker. Volker Racho. Ja, das war relativ eindeutig. Gut. Dann schauen wir mal. Jetzt müssten wir Mew bekommen. Da wir den Challenge Cup jetzt zweimal besiegt haben oder gewonnen haben. Dein Preis ist Level 16 Pikachu. Haben wir, glaube ich, auch noch nicht gehabt. Wobei hier Mew steht. Naja. Ist aber auch okay. So, Moment. So. Heuler und Donnerschock. Na, Standard Pikachu-Karte. Jo, wunderbar. Damit hätten wir das ebenfalls abgeschlossen. Wunderbar. Nice. So, und ich glaube, Wasserclub war, glaube ich, das, wo wir die Informationen über Imakuni herbekommen. Dann können wir schon mal schauen, dass der eventuell wieder spawnt. Yep, genau. Dann machen wir hier kurz einen Save. Nochmal einen Save State. Dann war es auch schon für die heutige Session. Allerdings, was wir noch machen werden, ist resetten und nochmal schauen, dass wir hier Imakuni auf jeden Fall wieder triggern. Und nicht nur ihn, sondern eben auch den...
Challenge Cup, natürlich. Moment, nochmal kurz hier. Weil wie gesagt, ihn zu farmen ist zum einen leicht und zum anderen bekommen wir halt die meisten Boosterpackungen von ihm. Deswegen macht das bei ihm halt am meisten Sinn, dass wir auf ihn dann, oder ihn farmen, letzten Endes. Wenn er hier nicht ist. Ah, da ist er. Perfekt. Dann schauen wir mal hier in der Challenge Hall. Und wir haben einen Challenge Cup. Also wunderbare Voraussetzungen für das nächste Mal. Perfekt. So, ich schaue mal übrigens rein aus Vorsicht. Nochmal, ob wir auch die Pikachu-Karte haben. Es gibt zwei Level 16 Pikachu. Zumindest einmal die hier und einmal die hier. Auch nicht schlecht. Aber okay, die Karte haben wir. Das heißt, wir haben jetzt heute auf jeden Fall einiges hinbekommen. Wir haben zweimal Emakuni gefarmt und zweimal den Challenge Cup gewonnen. Und genauso geht es quasi das nächste Mal weiter. Da wir jetzt übrigens die Karte von Emakuni bekommen haben, bekommen wir nur noch positive Sachen. Das heißt, also Sachen, die wir auch einsetzen können. Das heißt, wir bekommen wieder die vier Booster-Packungen. Wobei, das machen wir jetzt noch. Das geht sowieso schnell eigentlich gegen Emakuni. Und kümmern uns dann das nächste Mal direkt um... Vielleicht soll ich mir noch ein Psycho-Deck machen übrigens. Kümmern wir uns dann das nächste Mal direkt um... den Challenge Cup. Mal schauen. Mal schauen, was der Kollege jetzt hier wieder verbockt. Schon mal ein Galoppa, aber kein Ponita leider. Na ja, zumindest schon mal Bill. Das ist ein Anfang. Durchaus. Machen wir direkt mal Kollege Bill. Hoffen mal auf Ponita. Was wir leider nicht bekommen. Aber zumindest genügend Stoff natürlich für Vulpix. Moment. Hat der... Okay, keine Resistenz gegen Feuer. Das ist gut. Und Fleckmon ja auch nicht, soweit ich mich erinnere. Die können wir gleich wieder abziehen. Keine Trainerkarten spielen. Das ist okay. Das kannst du ruhig machen, da habe ich kein Problem mit. Tangiert mich nur peripher. So, doppelte Farblos geht auf jeden Fall an Evoli, so viel ist schon mal sicher. Okay, da brauchen wir noch nichts einzusetzen hier. An Energieabsauger oder so, das ist noch kein Problem. Da kannst du deine Emakuni-Karte schon mal vergessen übrigens hier. Weil verwirrt ist es jetzt schon. Das ist ziemlich doof übrigens, das zu versuchen. Weil Trainerkarten muss ich sowieso nicht spielen momentan. Das ist Latex. Ja, ich behalte erstmal die Karten, die ich auf der Hand habe. Moment, doppelt farblos geht an Evoli. Dann machen wir weiterhin Schaden. Ja, er ist sowieso schon verwirrt, von daher ist es egal. Geht nur um den Schaden. Dass ihr das einfach eben weiter in Schaden nimmt. Jetzt wird's interessant. Sehr gut. Damit ist Enton schon mal weg vom Fenster. So viel Feuerenergie und keinem, dem man es wirklich geben kann hier. Auf jeden Fall Evoli erstmal, weil damit kann er, glaube ich, sogar angreifen jetzt. Oder war das nicht vorher schon? Ja. Aber wenn wir es upgraden zu Flamara, brauchen wir Minimum 3. Schauen wir mal. Okay. Also keine wirkliche Bedrohung momentan auf der Bank, aber das kann sich alles noch ändern. So, das war schon mal für Enton. Dann nehmen wir uns Bill. Sehr gut. Können wir auch direkt gleich einsetzen. Weitere Porentas. Das ist nicht die beste Voraussicht. Und weiterhin angemerkt, ich hasse Vulnona, deswegen werde ich es auch nicht einsetzen. Ach so, stimmt.
Da war das vielleicht doch gar nicht mal die schlechteste Idee, hier Kopfweh einzusetzen, übrigens vorher. Naja. Aber jetzt können wir zumindest, falls er sich jetzt hier selber verwirrt, im nächsten Zug definitiv angreifen. Einsetzen, Bill. Mal ein bisschen fast forward hier, das dauert sonst halt echt wieder zu lange. Ja, weiterhin Konfusstrahl, verwirrt ist es sowieso schon, von daher ist es egal. Ja, kann man weiterhin nicht spielen, also weiter Kopf, weiter Kopfweg, weiterhin Konfusstrahl natürlich. Und vielleicht killt er sich jetzt selbst, mal schauen. Kratzfurie. Ach so. 40 Schaden wegen Schwäche. Ja, das habe ich schon kommen sehen. Aber er ist in dem Zug auf jeden Fall jetzt down. Down die Sau. Nimm mal eine dritte Karte aus deinem Ablagestapel auf deiner Hand. Ja. Super, super Karte. Definitiv. Aber er hat kein Dings mehr. Okay, Lauchschlag, das nehmen wir eben auf jeden Fall schon mal ab. Weil ich glaube, der kann damit nicht umgehen. Und setzen mal Bill ein. Zwei Karten für uns, vielleicht ein Ponita. Oder ein Labrador, auch gut. Holen wir uns noch ein paar Feuerenergie auf die Hand. Give it to me. Give it to me. Give it to me. Ich habe maximal 5 oder so. Wenn ich mich hier recht erinnere. Trank nochmal auf Vulpix, damit er auch wieder schön heile ist und weiterhin im Fight bleiben kann, weil er so unglaublich gut ist. Und legen noch eine Feuerenergie auf Vulcano mal ab. Wobei ich es auf jeden Fall in Erwägung ziehe, Vulpix auszutauschen für Evoli im nächsten Zug. Vulpix down. Ich sage ja, Vulpix ist scheiße. Ich habe Vulpix und Vulnona können wir aus dem Feuerdeck rausholen, weil das sind halt echt Platzverschwendungen rein theoretisch. Weil die Entwicklung ist scheiße. Ich hasse hier einfach jede Attacke, bei der man halt Sachen ablegen muss noch und um halt Schaden mit Vulnona zu machen. Die einzige Schadensattacke ist halt genau das. Und das ist halt von Nachteil. Können wir da irgendwas abziehen hier? Macht das irgendwo Sinn? Nicht wirklich. Weil Anton ist down. Oh, kleiner Moment. Mische ich hier wieder Shade Unloader ein, wie gewohnt. So. Na endlich, Ponita. Genau darauf habe ich gewartet. Wahrscheinlich, die ganzen Preise sind wahrscheinlich nur Ponitas, kann ich mir gut vorstellen. Das heißt, wir können da schon mal gut einen Galoppa jetzt aufrüsten. Und dann auch austauschen. Vulpix, ja, du kommst mir definitiv nicht auf die Bank, vergiss es. Muss mich gar nicht so anschauen. Goody goody Gumdrops. Dann hoffen wir mal hier auf schöne 30 Schaden. Für das gegnerische Porenta. Leider nicht. Leider nicht. Unser Deck sieht auch nicht mehr ganz so gut aus. Nur noch 30 Karten. Er hat noch 39, aber da haben wir zumindest schon so einiges rausgeholt aus unserem Deck. Das ist schon mal der Vorteil an der ganzen Sache. Ich gehe auch nochmal sicher und mache nochmal Energie ab, sogar gegen Porenta. Weil ich glaube, der könnte nochmal gefährlich werden mit seinen 30 Schaden, die er eventuell einsetzen kann. Gib mal her hier. Ich glaube, der kann damit nicht umgehen. Ich glaube übrigens, ich werde nochmal auswechseln, beziehungsweise upgraden. Wir haben einen Flamara, aber das ist halt nicht so gut. Deswegen schaue ich gerade noch, ob wir noch ein. Ich schaue mal, ob wir noch ein anderes Flamara haben. Also das bessere von den beiden. Das hier haben wir ja anscheinend nur, oder? Ja, wir haben nur das. Leider. So, Porenta, beziehungsweise. Porenta. Ponita, beziehungsweise Galoppa ist auf jeden Fall ready.
vor Take-Off. Na gut, ist eigentlich genauso wie Evoli, hatte nur ein bisschen mehr AP, von daher why not. Immer noch mal schön mit 30 AP hier vom Spielfeld gefegt. Und das nächste Porenta. Ich glaube, da nehme ich sogar Flammenwurf. Mal schauen. Weil 50 Schaden würde Porenta... Porenta. Würde, natürlich Porenta. Porenta sofort K.O. machen. Wobei, jetzt bin ich mir nicht mehr ganz sicher, weil wir brauchen sowieso nur noch 30 HP. 30 Schaden. Deswegen machen wir das folgendermaßen. Wir machen das so. Und dann machen wir Tausch. Da müssen wir nämlich keine Rückzugskosten für Flamara bezahlen. Für Galoppa sowieso nicht. Und nehmen den Galoppa und machen 30 Schaden. Damit tschüss, Porenta. Jawohl. Und sogar keinen Schaden in der nächsten Runde. Also, alles bestens. Galoppa definitiv in der Session, in der Aufnahmesession hier der MVP. Gar keine Frage. Also, er reißt hier einiges. Einiges raus. Okay, Glumanda. Haben wir einen Glutexo? Nope. Gut. Dann können wir noch Labados ein bisschen frisch machen. Wir haben genau 3. Das heißt, genau 3 braucht es ja auch für Sturzflugbombardierung, sprich für den Angriff. Macht er 70 Schaden oder halt dann 140, falls der Gegner Schwäche hat gegen Feuer. Aber halt auch wieder mit Münzwurf, ne? Bei Kopf machen wir 70 Schaden, also da klappt der Angriff, bei Zahlen nicht. Macht sich aber, soweit ich mich erinnere, zumindest nicht selber Schaden. Wenn wir eben Zahl werfen, das ist schon mal das Positive an der ganzen Geschichte. Und da haben wir das bessere Flamara. Hätte ich mal ein bisschen gewartet eventuell, naja. Das wollte ich doch gar nicht. Gut, dass es vorher nochmal nachfragt, ob ich das wirklich einsetzen will, aber na gut, okay. Ist nicht weiter wild. Ist nicht weiter wild. Wir haben sogar einen Magma bekommen. Stampfer reicht auf jeden Fall aus gegen ihn. Ah ne, wir hätten sowieso Agilität machen sollen, weil wir dann eben geschützt wären im nächsten, nächsten Zug. Naja. Naja, gut. Nicht so schlimm. We're fine. We're fine. Angreifen kann er sowieso nicht, weil er anscheinend keine Energie auf der Hand hat. Ja. Yep. Easy money. Easy money. Und wir können uns nochmal hier so ein schönes... Ah ne, wir haben es ja mittlerweile nicht mehr. Ne? Flamara hochzüchten, wollte ich sagen. Ich glaube, das Magma... Genau, ja. Machen wir Kampfenergie an Evoli. Nochmal Agilität. Wir auf jeden Fall den meisten Schaden jetzt hier rausholen können. Und keinen Schaden im nächsten Zug. Sollte er doch nochmal irgendwie Lauchschlag versuchen oder so. Gott behüte. Oder wie es in einem Sketch von Dirk Bach hieß, Gott verhüte. Okay, ich dachte schon Energie an Porenta, damit er ihn auswechseln kann, aber... Zum Glück nicht. Und das war's für Porenta und das war's auch für Imakuni, weil er hat nur noch einen Preis und den holen wir uns genau jetzt. Mit diesem Kill gegen Porenta. Nice. Und ein Glutex hätten wir sogar nochmal unser Glumanda, was wir nicht einsetzen könnten, weil unsere Bank schon voll war. Hätten wir nochmal gut evolutionieren können, entwickeln können. So, Kolosseum. Nochmal kurz durchschauen. Magneton, Knuddelhof, Scoop Up. Natürlich nicht. Aber Evolution vielleicht. Nochmal ein Galoppa, sehr gut. Da können wir vielleicht einen Evoli oder Vulpix rausholen. Einen Vulpix oder Vulnona. Pokémon-Flöte hatten wir schon, jawohl. Ja, da haben wir auch schon alle bekommen. Bei Rätsel brauchen wir keins mehr, aber wir können trotzdem nochmal durchschauen. Aerodactyl, aha. Schlurp, Rizeros,
Vulpix, Ammonitas Traumato, Voltoball, okay. Labor, da brauchen wir auf jeden Fall Ditto. Damit wir endlich mal tauschen können. Bullnona, ist das ein besseres? Falls er irgendwelche Basis- oder Evolutionskarten auf der Hand hat, möchte sie in sein Deck, dann legt der Gegner an seinen Zufälliger wieder Basis-Pokémon oder Evolutionskarten von seinem Deck auf seine Hand. Gar nicht mal so schlecht. 8 Münzen! Das Bullnona nehmen wir mit rein. Das ist gut. Das gefällt mir. Der gibt uns auch nicht die Karten, die wir brauchen. Naja, aber wir machen auf jeden Fall eine Sache. Wir machen jetzt erstmal das und dann machen wir Deck. Dann machen wir unser Burning Passionsfrucht Deck und machen das noch ein bisschen besser. Nehmen hier dieses Drecks Vulnona raus und machen das... Warum habe ich das... Ich hatte 3 Karten davon. Warum habe ich das bescheuerte Vulnona da reingemacht? Das soll mal einer verstehen. Aber ich schaue mal übrigens kurz, ob wir... Ja, wir haben leider 4 davon. So. Jetzt macht's Sinn. Jetzt macht das Deck definitiv mehr Sinn. Ich hatte nur 1 Galoppa drin, ne? Den Giant soll einer verstehen. Wir könnten auch hier jeweils eins wegnehmen und können dann 2 von den Magma-Dingern hier reinmachen. So. Speichern. Jawohl. Okay. Dann gehen wir noch kurz in Masons Labor, denn wir müssen ja das Deck noch speichern. Als Vorlage, dass wir das definitiv weiterhin haben. Und immer auswählen können. Genau. Jawohl. Und dann nehmen wir unser... Da ist es. Das wird gelöscht. Ja. Gut. Speichern. Das hier passt. Gut. Alles klar. Das hätten wir damit geschafft. Ich habe es gesehen in einem Deck. Ich weiß gerade nicht mehr, welches es genau war. Aber ich habe es zumindest kurz gesehen vorhin. Wir hatten Windhauch auf jeden Fall in einem Deck. Das ist schon mal der erste Schritt zur Verbesserung immerhin. Das bräuchten wir in unserem Feuerdeck für Lavados. Weil was man normalerweise mit der legendären Lavados-Karte macht, das hat ja auch der die Karte eben letzten Endes uns gegeben hat, hat das ja auch so gemacht. Wir nehmen quasi dieses, also das hat ja die Pokémon-Power, dass wir eine X-Zahl an Karten aus unserem Deck eben, an Feuerenergie-Karten aus unserem Deck ziehen können. Ich schaue nochmal kurz zu Beginn. Das hier war es, Feuerspender, genau. Lege zwischen 1 und 4 zufällig gewählten Feuerenergie-Karten aus deinem Deck in deine Hand. Mische dein Deck danach. Normalerweise, was man macht, ist, man spielt dieses Lavados für die Pokémon-Power. Dann nimmt man, ich glaube, es war Windhauch, mit dem man auch sein eigenes... Auf jeden Fall die Karte, mit der man eben das Pokémon wieder zurück auf seine Hand holen kann. Dann macht man das, dann spielt man das im selben Zug wieder und hat nochmal Feuerspender. So ist normalerweise eigentlich der Gedanke dahinter. Man kann auch wahlweise natürlich dann ein Pokémon rausziehen mit der Trainerkarte, das eben gerade low ist, um eben alle Schadensmarken zu entfernen und das wieder neu zu spielen. Aber das ist ja Standard. Aber so wäre quasi dann eben halt normalerweise der Play mit der Karte. Aber ja. Das war's dann auch schon für die heutige kleine Session. Wir haben leider nicht wirklich irgendwelche Karten bekommen, die wir gebrauchen. Oder die wir noch nicht hatten. Allerdings haben wir zumindest die ein oder andere Karte bekommen. Also gerade hier den Challenge Cup haben wir jetzt 2-mal besiegt. Wir haben dafür eine Karte bekommen. Wir haben die Imakuni-Karte bekommen. Und ja, das nächste Mal kümmern wir uns natürlich wieder um den Challenge Cup. Ich glaube, 3-mal muss man ihn insgesamt... Oder 3-mal muss man den Challenge Cup insgesamt eben dann gewinnen für weitere seltene Karten. Wir brauchen dann insgesamt von Imakuni, müssen wir noch ein paar Mal farmen, so wie es aussieht. Wir brauchen noch 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Karten. Moment, das können wir auch sogar hier nachschauen, sehe ich gerade im Tagebuch. Generell stehen hier 16 Karten, allerdings 2 können wir abziehen, weil man die nur durch Cardpop bekommt. Und ich glaube, eine weitere, also hier steht halt, oh, never mind, okay. Ich sehe gerade die Akani-Karte, von der vorhin die Rede war. Die bekommen wir, also hier steht, win the Challenge Cup a third time after defeating the Grandmasters at the Pokémon Dome. Das heißt, wir haben ja schon die 3 legendären Pokémon-Karten, beziehungsweise wir haben die Grandmasters schon besiegt. Das heißt, wir müssen nur noch einmal den, also jetzt noch einmal den Challenge Cup gewinnen. Und dann bekommen wir eben die Akani-Karte. Danach brauchen wir nur noch ein Ditto aus dem Labordeck. Oder aus der Labor-Booster-Packung. Dann bekommen wir von ihm das fliegende Pikachu.
Und ich sehe gerade übrigens, normalerweise müssten wir einen Mewtwo bekommen, wenn wir den... Also normalerweise, das ist das Problem. Also wir haben den Challenge Cup eben jetzt zum ersten Mal halt gemacht. Normalerweise, wenn man 3 Medaillen gewonnen hat, also 3 Gyms besiegt hat, also 3 Leiter, dann, wenn man 3 Stück davon hat, dann müsste man den Challenge Cup, oder dann ist er zum ersten Mal available und dann bekommen wir die Mewtwo-Karte. Beim zweiten Mal, das ist dann nach 6 Meistermedaillen, das heißt, wenn man eben 6 Leiter besiegt hat, 6 Gyms, dann bekommt man, wenn man den Challenge Cup dann wieder gewinnt, bekommt man eine Mew-Karte. Deswegen bin ich mir jetzt unsicher, ob wir die beiden Karten überhaupt noch bekommen können, weil wir ja jetzt eben, wie gesagt, den Challenge Cup jetzt zuletzt eben machen. Das werden wir auf jeden Fall noch sehen, aber zumindest bekommen wir im nächsten Challenge Cup, sollten wir die Arcani-Karte bekommen, denn wie gesagt, wir müssen den Challenge Cup 3-mal gewinnen, nachdem wir die Grandmasters besiegt haben, und das haben wir ja schon gemacht, logischerweise. So, wir safen das Ganze nochmal im Tagebuch, machen nochmal ein Safe State zur Sicherheit, und dann war's das, wie angesprochen, für die heutige Session von Pokémon Trading Card Game. Wann es weitergeht mit der nächsten Session, weiß ich noch nicht genau, aber es wird definitiv noch weitergehen, das kann ich schon mal sagen. Und ja, dann hoffe ich, dass euch die heutige Session gefallen hat, trotz Speed-Ups, aber ich glaube, das werde ich ein bisschen weniger machen demnächst, weil ich habe es ja schon mal erwähnt, generell Leute, die halt Pokémon spielen und dann die ganze Zeit Fast-Forward machen, die gehen mir ordentlich auf den Keks, aber hier dauert es halt ein bisschen lange immer, deswegen war ich ein bisschen ungestüm heute, aber das sind wir ja gewohnt. Ansonsten, und wir hatten übrigens einen sehr knappen Fight, muss ich sagen. Das ist auch nochmal auf jeden Fall eine gute Sache gewesen. Aber ja, ansonsten hoffe ich, dass euch die heutige Session gefallen hat. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Session Pokémon Trading Card Game oder was auch immer ihr sehen wollt, was mich beinhaltet, wenn ihr denn wollt. Wieder, liebe Freunde.